und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roman Total War 2 mit dem historischen Rom. Ja, wir sind schon relativ weit vorgedrungen. Alter, Backdrehen ist ja riesig. Wir sind ja schon sehr weit vorgedrungen. Und jetzt ist es so, ich habe mal wieder ein bisschen recherchiert und so weiter wegen Caesar, weil wir ja gerade im Zeitraum von Caesar sind. Und ich habe ja gesagt, dass 51 die Landung in Britannien war und die Römer wurden zurückgestoßen. Und genau. Das Problem ist, jetzt im anderen Buch, also ich habe ein neues Buch, steht, dass Caesar 55 bis 54 zwei Invasionen in Großbritannien oder Britannien geführt hat. Und ja, das ist ein bisschen blöd immer, dass das nie so wirklich klar ist, wann jetzt was passiert ist. Also zumindest habe ich schon viele Gegensätze gefunden. Das ist unser General, genau. Unser Kaiser. General sind die alle. Gut, genau. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich nächste Runde, also 51, werde ich Nemetacum einnehmen und dann sofort rüberschiffen. Warte, der kann nicht Gewalt marschieren. Gut. Genau, und dann sofort rüber nach Britannien. Das wird ein Kommandant. Ein billiges Flittchen für Moral hatte ich jetzt. Naja, ich wüsste nicht, was das dagegen spricht. So, genau, die Nordgrenze von unserem Reich ist sehr gut gesichert. Genau, hier ist nichts gesichert, ist ja aber egal. Hier, die K5, was ist los? Ah, Krankheit. Da war übrigens, waren die Römer führend, was die Hygiene angeht. Und allgemein die römische Armee oder Militär. Ja, wie nennt man das? Militär. Weiß ich gerade nicht. Aber das ganze Militärische von den Römern war extrem perfekt aufgebaut, weil erstens war das Land oder das Reich war auf Militär fokussiert von Anfang an und die waren sich nicht zu schade und haben sehr stark von den Gegnern und von den besiegten Gegnern kopiert. Und die haben das Beste von dem Besten kopiert und dadurch wurde sie so unschlagbar gut. Was denen dann am Schluss wirklich das Genick gebrochen hat, war nicht ihr Militär, sondern ganz easy die Politik. Weil es einfach zu viele habgierige Menschen da gab, Senatoren gab, die einfach die einfach für ihr eigenes Wohl entschieden haben und so weiter. Aber so leicht ist es auch wieder nicht, weil dadurch durch die Politik von denen, dass ein Kaiser quasi nur eines Kaisers würdig ist, wenn er einen erfolgreichen Kriegszug oder Feldzug hinter sich hat. Und diese Politik war es zu verdanken, dass es immer mehr, dass die Grenzen immer weiter gestreckt wurden und immer mehr Leute von
von den Provinzen als Soldaten hergezogen wurden, weil Römer konnten nicht mehr so viele Soldaten, oder Rom an sich konnte nicht mehr so viele Soldaten zeugen, sag ich mal, wie es gebraucht wurde. Zu ihrer Blütezeit hatten die übrigens, warte, muss ich ja gerade mal schauen. Wo steht hier Blütezeit? Ich habe, glaube ich, gelesen, irgendwas von wegen 20 oder 21 Legionen. Und Legionen, 28 Legionen hatten die. Und eine Legion hatte 5200 Mann plus 10 Kohorten plus 120 Reiter. Nee, warte, warte, nee, 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 Schmarrn. Eine Legion war quasi 10 Kohorten und 120 Reiter. Genau. Und da eine Kohorte war 480 Mann stark und waren in, ja, also in der Legion waren natürlich auch sehr viele Sklaven und so weiter. Also deswegen eine Legion waren nicht nur 5000 Mann, sondern das waren eben die Soldaten. Und dann plus Köche, Schriftsteller, ja, die waren sicher auch dabei. Nee, dann Verwaltungsapparate und so. Ah, Apparat war, glaube ich, das, was ich vorhin gesucht habe. Und zwar Militärapparat, oder? Nennt man das so? Es klingt gerade komisch. Gut. Sorry, sehr viel gelabert, nichts dahinter. Das passiert bei mir selten. Ich kann gerade nichts machen. Deswegen machen wir gleich weiter. Ich muss jetzt auf meinen Kaiser warten. Krieg! Die Berufung eines wahren Manns ist der Krieg, die eines Schwächlings das Reden. Geb mir das Schmettern der Schwerter, kein Geschwätz! Ja, sehr gerne. Ich habe jetzt die beiden nicht um Hilfe geboten, weil ich will keinen Stress im Süden haben. Weil wenn die ablehnen, dann sind wir quasi wieder im Krieg und das nervt. So. Gut, die Boyer sind jetzt auch mit uns im Krieg. Ja, was eigentlich ganz lässig ist. Das passt eigentlich ganz gut. Oh. Stimmt, Sabah ist ja immer. Hä? Nee, mit Sabah haben wir doch keinen Krieg mehr. Mit Sabah habe ich doch Frieden geschlossen, weil ich die nicht angreifen darf. Weil das Rum quasi auch nicht gemacht hat. Das Schwert wurde gezogen und ist. Ja. So. Sohn wird erwachsen, politische Intrigen, Triumph. Konsequenz, dieser ist erwachsen und kehrt mit seiner Rommel. Achso, ja, den haben wir in die Schule geschickt. Sabotiert. Ey, du, geh. Okay. So, wo ist ein Bäuer? Da oben ist Bäuer. Ja, das macht nichts. Du marschierst mal schneller hier hin. Du marschierst mal weiter. Und nimmst mal die Stadt ein. Das können wir auch automatisch machen. Wir machen es nicht aggressiv, weil wir Kavallerie dabei haben. Und die schmeißt der Computerspieler sehr schnell gerne weg. Oder Computerspieler. Also die KI. Angriffsbonus. Veteranenarmee. Verteidiger Roms. Moral. Ich werde mal hier unter Verstärkungsrate. Ja, ich mache das da. Bewegungsreichweite und Angriffsbonus. So.
dann wird das hier eine militärische, das wird weggemacht, das wird weggemacht, das wird weggemacht, das wird hingemacht. So. Die da bleiben hier. Soll ich das angreifen? Ich kann das eigentlich angreifen und dann wieder zurückziehen. Weil an sich, also Belgica. Genau, Belgica wird eingenommen, aber dieser Schnipsel hier nicht. Okay. Dieser Schnipsel ist erst seit 83 nach Christus eingenommen worden. Dann kann ich ja mit dem oder mit dem. Hier, das da und das da. Warte, nee, das habe ich schon einmal. Nee, komm, das da. So, noch kurz schauen, was hier also abgeht. Okay, es ist schon 52. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Also, warte, 52. Nächste Runde ist 51. 51 bin ich hier. 50. 49. Ja, 49 greife ich erst an. Ah, naja. Ja, 49, 10. Januar 49 war Caesar wieder hier, hier in Rom. Beziehungsweise wurde er zurückzitiert. Das wisst ihr bestimmt, die Überquerung des, warte, wie hieß der? Rubikon. Also der See, der Fluss. Der Rubikon, oder? Warte mal, ich schaue mal kurz nach. Ja, genau, Rubikon. Ha, wow, ich bin gut. Gut, also Rubikon überschreitet Caesar mit seiner Armee. Das ist bis dahin noch nie passiert. Und mit diesem Fauxpas, sage ich mal, weil der Senat hat ihn ja befohlen, seine Legionen aufzugeben. Nicht aufzugeben, sondern zu entwaffnen. Und das, das war schon ein ziemlich mutiger Schritt von den Senat, weil Legionäre zu entwaffnen, die eigentlich ja nichts gemacht haben oder sich nichts zu Schulden gekommen, also ja, die haben, die halt nichts Schlimmes gemacht haben. Das war ein eine riesen Demütigung und vor allen Dingen, das hat man eigentlich nur mit Sklaven bzw. Hilfstruppen gemacht, die degradiert wurden oder die irgendwas Schlimmes gemacht haben. Und mit dem Zug, dass er mit seinen Legionären bewaffnet über den Fluss gegangen sind, Rubikon, hat er quasi mehr oder weniger, was heißt hier mehr oder weniger, also hat er einen Bürgerkrieg angezettelt. Und naja, wir wissen alle, wie er ausgegangen ist. Caesar hat gewonnen. Und ja, der Senat war abgesetzt. Gut, was machen wir mit dem eigentlich? Was machen wir mit dem? Ja, das können wir machen. Mehr. Mehr Dings und weniger Bums. Mehr Geld und weniger öffentliche Ordnung. Die ist ja bei uns überall
Entschuldigung, äußerst positiv. Na, wir sind halt Rom. So. So, 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 so. Genau, dann stelle ich dich mal so auf. Du sitzt da. Gehst mal hier hin. Dann kann ich ja gleich hier rüber scouten. Wenn der rüber will, dann muss er entweder hier oder da durch. Also wir sind relativ sicher, würde ich sagen. So, gut. Dann, wir haben nur noch 11 Nahrung, das ist ein bisschen schlecht. Warum haben wir nur noch 11 Nahrung? Wir können mal so im Süden, nee, das haben wir glaube ich schon gemacht, im Süden haben wir komplett die Brotbackmaschine oder die Bäckerei von Rom angefangen. Weil weiter südlich müssen wir ja nicht mehr gehen. Und die Garnisonen sind, glaube ich, stark genug für so ein paar Sklaven. Wow. Der hat unser General getötet. Und der sagt, meine ganzen Gladiatoren verlieren gegen... Ja, okay, das könnte sogar sein. Mal schauen. Die da hat wirklich jetzt meinen General getötet. Ich glaub's ja nicht. I don't believe it. Aber ich habe halt auch keine Fernkämpfer. Zum Glück hat er nur 3 Fernkampfeinheiten. Das da zum Beispiel, was ich hier gerade spiele, das wäre so nie passiert. Es kam ab und zu mal vor, dass Gladiatoren in Armeen oder in Legionen als Hilfseinheiten mitgeholfen haben. Aber ja, sie waren niemals Rom so treu, dass sie ohne General haben gekämpft hätten. Wow, ich bin Deutscher. Gut, wer hat die beste Nahkampfabwehr? Die dann natürlich mit ihren Speeren. Und die da, okay. Dann mache ich das so. Die können sogar in Quadrate sich aufstellen, aber das mache ich nicht. So. Dann. Die Schwertkämpfer werden. Nicht so schreien, ja, bitte. So, ich mache einfach 2 Reihen. Und die da werden hier aufgestellt. So. Gut, die haben alle Blutrausch, das ist super. Und die da haben wir auch noch. Warte, was haben die? Schnelles Vorrücken, das ist auch geil. Blutrausch und rasender Angriff. Eieiei. Die werden auf jeden Fall sehr schnell erschöpft. Aber die haben halt dadurch ziemliches Potenzial für die Flanken. Dann werde ich ja wahrscheinlich doch die vorderen in Quadrate aufstellen. Und dann schauen, dass ich ja mit denen wirklich so einen heftigen Push mache. Also in die Flanke. Das wird, glaube ich, ganz cool. Wow, warte mal. Das ist ein bisschen... So.
Aber ist gar nicht schlimm, wenn die sich ja so aufteilen, dass die Sperrgladiatorinnen da durchbrechen können. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist sogar sehr gut. Hier werden natürlich erstmal die Geschosse ausgeteilt. Stolze Römer! Gladiatoren! Ich bin glücklich, Rom zu dienen! Befehler! Krieg auf Verrat! Befehler! Kampf bereit! Männer wanken. Zu Kampf bereit. Na, mal schauen. Na los. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Unser General wird angegriffen. Der hat halt, mit heroischen Anliegen hat er extrem viel Rüstung. Das ist halt ein bisschen blöd. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Oh. Hi. Ich hab ja noch welche. Wir verlieren Boden. Eine Einheit rennt vom Schlachtfeld. Bereit! Ganz bereit! Und willig! Schneidet sie! Die Krieger wollen Blut! So. Holt euch ihre Köpfe! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Naja. Es sind ja Gladiatoren, also passt. Eine Einheit rennt vom Schlachtfeld. Verstanden. So. Das war halt auch, das wäre auch, auswegloses Unterfangen gewesen, wenn sich wirklich eine Legion aus, Gladiatoren entwickelt hätte. Vielleicht nicht gegen die Kelten, weil die Kelten waren relativ ähnlich. Also viele Gladiatoren waren natürlich auch Kelten. Aber wegen der Kampfausbildung. Gladiatoren waren dazu ausgebildet, wirklich alleine auf sich selbst gestellt zu kämpfen. Und Römer waren genau das Gegenteil. Also Römer waren
nur, also jetzt übertrieben gesehen, oder übertrieben gesagt, nur im Verband gut. Die Stärke von den Römern war wirklich enge Formation und in der Kohorte halt drinnen und oder in der Zenturie drin, weil da war das, also da kannten sie sich aus und einzelne Kämpfer wurden halt ja dementsprechend sehr schnell überrannt und genau, also es gab einige Sklavenaufstände, aber nie welche, die ja nicht besiegt wurden. Also so, wir sind schon wieder fertig, ja. Das geht ja heute schnell. Gut. Ja, dann warte. Die sind von mir, die sind von ihm. Feind verwundet, Kind ist geboren, Mission fehlgeschlagen, blablub. So, es ist 51. Jetzt muss der sich eigentlich nach dahin beamen. So. Und der... stellt sich mal hier auf. So. Und der kann hier nur die ganz normalen rekrutieren. Okay. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ja. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Sie müssen bestraft werden!